Herzlich willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal Wernigerode. Dies sind die Themen der Woche. Gedenken an die Pogromnacht, erster Spatenstich, Diesterweg Mensa, Erweiterung der Stiftung Karl Oppermann in Halberstadt. Gedenken an die Pogromnacht. Der Verein Villa Russo möchte auf zwei Veranstaltungen im November zum Gedenken an die Pogromnacht am 9. November 1938 aufmerksam machen. Zum einen besuchen Schülerinnen und Schüler der Marianne-Burkhagen-Schule Öhrenfeld am 9. November 2021 die Villa Russo, um sich mit der Familiengeschichte des Käsefabrikanten Benno Russo zu befassen. Im Anschluss ca. 10.30 Uhr laden sie zu einem Gedenkweg ab Marktplatz ein, der zu den Stolpersteinen in der Innenstadt führt. Teilnehmer werden gebeten, eine weiße Rose mitzubringen. Des Weiteren findet am Donnerstag, den 11. November um 19 Uhr im Festsaal des Rathauses eine Veranstaltung unter dem Titel Deutsche kauft nicht bei Juden, Antisemitismus und politischer Boykott statt. Referentin ist Professor Dr. Hanna Ahlheim von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Zeitgeschichte und hat sich insbesondere mit der Radikalisierung der Judenpolitik der nationalsozialistischen Zeit der Weimarer Republik befasst. Sie kommt auf Einladung des Clara- und Benno-Hauses Internationale Musische Begegnungsstätte wieder das Vergessen e.V. in Wernigerode. Am Freitag, dem 15. Oktober, fand im Wernigeröder Kick Hotel eine Dankeschön-Gala zur 11 Jahre Harzer Kinderkrebshilfe e.V. statt. Jubiläumsgala des Vereins Krebskranke Kinder Harz e.V. Ich heiße Stefan Menscher, ich bin Journalist beim Mitteldeutschen Rundfunk. Das Schicksal der kleinen und großen Menschen, um die es geht, das hat auch mich immer wieder sehr gerührt. Und das machen Journalisten, wenn sie sich dann so einem Abend nähern wollen, thematisch nähern wollen. Sie greifen gerne zu Zahlen. Ich habe Zahlen gefunden, die die Deutsche Kinderkrebshilfe jüngst veröffentlicht hat. Und die gehen so. Jährlich gibt es 500.000 Neuerkrankungen in Deutschland an Krebs. 2.000 davon sind Kinder und Jugendliche unter 18. In der Altersgruppe unter 15, sagen die Experten, ist der Krebs besonders bösartig, denn er schreitet besonders schnell voran. Aber, und auch das gehört zur Wahrheit, auch die Medizin hat sich entwickelt, ziemlich schnell sogar. Man muss sich das vorstellen, 1980, da glich die Diagnose Krebs bei einem Kind tatsächlich quasi noch einem Todesurteil. Heute, 40 Jahre später, sagen die Experten, kann man 80% der Patienten helfen, 80% von ihnen überleben. Und sie werden mir beipflichten, trotzdem oder vielleicht gerade deshalb braucht es neue Behandlungsmethoden, braucht es bessere Früherkennung, braucht es Behandlungszentren in der Nähe im besten Fall, aber es braucht vor allem auch Unterstützung, die über die reine medizinische Behandlung hinausgeht. Und damit sind wir beim Thema. Das hat vor mehr als 10 Jahren auch ein damals noch junger Mann feststellen müssen, dessen Tochter damals an Krebs erkrankt war. Er stellte fest, dass es in der Region keine Selbsthilfegruppe gab. Er stellte fest, dass es keinen Ort gab, um sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, mit Betroffenen. Und er stellte fest, dass es keine Anlaufstellen in der Region gab. Er hat also gedacht, warum nicht eine Selbsthilfegruppe gründen, um dann aber überraschend festzustellen, dass der Bedarf an so einem Austausch, an einem Miteinanderreden derart groß ist, dass man den Schritt Selbsthilfegruppe gründen gleich übersprungen hat und eben kurze Zeit später einen ganzen Verein gegründet hat. Und dieser Verein feiert heute 10 erfolgreiche Jahre.
Im Prinzip fühlt sich ein, als ob das nur ein Wimpernschlag war, diese 10 Jahre, im Prinzip ja 11 Jahre, dadurch, dass wir bekannterweise ein Jahr so ein bisschen verloren haben. Deshalb feiern wir in wenigen Tagen ja eigentlich unser 11-jähriges. Und andererseits ist es so, als ob das ein riesig langer Zeitraum war. Also es ist, man kann es eigentlich nicht so richtig beschreiben, weil wenn man es so ein bisschen mal resümiert, diese ganzen Jahre, die passiert sind, was alles da passiert ist, dann ist es halt ein langer Zeitraum. Wenn man aber sieht, 10, 11 Jahre sind vergangen, ist es wiederum sehr, sehr kurz. Wir haben in den 10 Jahren wahnsinnig viele Veranstaltungen durchgeführt. Wir haben 8-mal in diesen 10 Jahren den großen Benefizlauf in Halberstadt durchgeführt. Begonnen damals mit 40 Teams. Bei den letzten waren wir fast an die 200. Die letzten beiden Jahre konnten wir es natürlich nicht durchziehen. Wir haben den Harzer Kinderkrebspokal, Fußballturnier mit D-Jugendmannschaften, insgesamt 6-mal an verschiedenen Orten, Halberstadt, Quedlinburg, Ilsenburg, Wernigerode, durchgeführt. Wir haben das Entenrennen, Bad Harzburger Entenrennen, 3 Jahre hintereinander sehr erfolgreich durchführen können. Wenn ich dann sehe, was so die Teams noch zusätzlich geleistet haben, wir sind an fast 5000 Typisierungsmaßnahmen beteiligt. Daraus sind mehrere Dutzend Spender hervorgegangen. Wir haben an 18 Kita-Einrichtungen im Landkreis Harz Maßnahmen und Vorträge über Sonnenschutz gehalten. Arbeiten jetzt seit 2015 bereits mit 15 Einrichtungen dauerhaft zusammen. Das Haarspendeprojekt. Wir werden in den nächsten Wochen den 2000. Haarzopf haben. Das heißt, auch da in so kleineren Projekten ist viel passiert. Wir haben jetzt das Engelkissenprojekt, was Steffi führt. So erweitert sich das Stück für Stück. Es ist halt wirklich eine Riesenpalette, die wir momentan abbilden. Und wenn man das resümiert, wie gesagt, dann ist es doch eher ein echt langer Zeitraum. Aber natürlich für den laufenden Betrieb, was man so eigentlich gar nicht mitbekommt, so Tag für Tag, Woche für Woche. Wir haben im Schnitt zwischen 10, 12 bis 14 Familien, die an uns jährlich herantreten, die wir in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Und in diesem Zeitraum ist es dann so gefühlt, so ein Wimpernschlag. Zack, waren 10 Jahre um. Viele werden sich vielleicht noch an die ersten Wochen und Monate im Verein erinnern. Es dümpelte so ein bisschen nach der Eröffnung damals vor sich hin. Dann gab es dieses riesengroße Benefizkonzert der Bundeswehr Big Band in Wernigerode auf dem Marktplatz. Das hat so eine Initialzündung gegeben, hat uns Möglichkeiten gegeben. Und seitdem sind so viele Sachen passiert. Wenn ich nur mal resümiere, seit 2015 haben wir die Erholungsanlage am Bernsteinsee damals mit einem kleinen Blockhaus begonnen. Auch nur für Familien aus dem Harz. Heute stehen vor Ort 5 Blockhäuser inklusive des Gemeinschaftshauses. Jetzt neu Sport- und Kinoraum in dem großen Waggon. Ein großer Sportplatz. Das Wölfecamp jedes Jahr vor Ort. Wenn man das so zusammenzählt, ist eine ganze Menge in den 10 Jahren auch passiert. Und wie sieht ein Blick in die Zukunft aus? Gute Frage. Ich glaube, eine Frage, die sich momentan sehr, sehr viele Vereine, Firmen und so weiter stellen, wie die Zukunft aussieht. Unsere Hauptaufgabe ist, dass der Vorstand des Vereins in erster Linie zusammenwächst. Da hat sich ja dann auch durch die letzten Monate, Jahre noch mal einiges verändert. Stabilisation des gesamten Vereins. Viele wieder reaktivieren. Das ist eine Hauptaufgabe. Wir wollen auf dem Niveau weitermachen, wo wir jetzt eigentlich noch stehen und wo wir voriges Jahr eigentlich noch standen. Es braucht immer mehr Schultern. Deshalb ist eine Hauptaufgabe des Vorstandes, den Verein wirklich zu reaktivieren für die Aufgaben, die da sind. Wir wollen auch Neues wagen. Also es gibt sicherlich die eine andere Ecke, wo wir noch nachjustieren wollen, definitiv.
Hauptanliegen einerseits ist es auch die Familienbetreuung noch, ja, die muss noch, glaube ich, noch engmaschiger und noch besser laufen. Das würde ich mir persönlich wünschen, die eine oder andere Veranstaltung wieder machen zu können. Das wünschen, glaube ich, wünschen sich sehr viele, das wünschen wir uns im Verein. Da hat sich natürlich auch die Spendensituation niederschlägt, logischerweise. Wenn große Sachen wieder laufen und andere Sachen wegfallen. Ich glaube, gerade in Bezug auf unsere Projekte haben wir so eine Größenordnung erreicht, wo ich denke, das ist ausbaufähig, aber gut. Ja, gerade zum Thema Haus am Bernsteinsee würde ich gar keine Zukunftsprognosen mehr abgeben. Die hat man oft von mir gefordert. Wo das Ende mal sein wird, das mag ich nicht mehr sagen, wo das Ende sein wird. Die Nachfrage ist immer noch riesig und dem wollen wir auch einem großen Teil gerecht werden. Und von daher wird noch vieles am Bernsteinsee passieren, aber was genau und wie das zeitlich abläuft, das mag ich momentan nicht hier voraussagen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass wir dann vielleicht in 10 Jahren oder in 9 Jahren unseren 20. feiern können und wieder positiv zurückschauen können. Das wäre so, ja, das wäre so eine Zukunftsprognose, die ich gerne abgeben würde. Und es sei mir gestattet zu sagen, dass ein Stück weit der Beginn des Vereins auch in Wernigerode gelegen hat und dass wir von Seiten der Stadt und auch ich als Person, dass wir einige Initiativen unternommen haben, um diesen Verein auch ins Laufen zu bringen. Und dazu zähle ich zwei besondere Ereignisse, die mir zumindest als besondere Ereignisse in Erinnerung geblieben sind. Zum einen hatte ich einige Jahre lang die Ehre und die Möglichkeit, bei der sogenannten Tour der Hoffnung mit Rad zu fahren, mit etwa 120, 130 mehr oder weniger begnadeten Radfahrern und die alle irgendwie mal eine gewisse Bedeutung hatten in der Bundesrepublik als Sportler, als politische Verantwortliche oder als große Firmenchefs. Und die haben sich in den 80er Jahren zusammengetan und sind für einen guten Zweck Rad gefahren. Und der Hintergrund war, dass die Gründer dieser Radtour Ärzte waren aus Gießen, die sich genau dem Thema der Forschung, der Behandlung von Krebs bei Kindern gewidmet haben. Und als ich die Gelegenheit hatte, dort mitzufahren, dann kam natürlich auch die Idee, wir haben da sehr viel Geld jedes Jahr eingesammelt, diese Tour auch nach Wernigerode zu holen. Das haben wir getan, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, es war 2011 oder 10 oder vielleicht auch 2012. Und das war ein beeindruckendes Bild auf dem Wernigeroder Marktplatz, als ganz viele Radfahrer in grün gekleidet, ganz viele Kinder aus Wernigerode mit dabei waren. Wir haben an diesem Tag sehr viel Geld für Wernigerode auch eingenommen. Die zweite Aktion, die ist bereits in dem kleinen Trailer angesprochen worden, nämlich, dass es auch über diesen Weg gelungen ist, damals die Big Band der Bundeswehr nach Wernigerode zu holen, mit einer monströsen Bühne. Da nehmen wir heute in Wernigerode, dass der eine oder andere noch übel, weil die so groß waren, Wege und Straßen versperrt hat. Aber es war ein sensationeller Abend, es ist unglaublich viel Geld zusammengekommen. Und ich glaube, dass diese beiden Ereignisse, ich sehe den Elvi leider nicht hier, wo ist er? Da ist er. Ich denke, lieber Elvi, das hat dazu maßgeblich beigetragen, dass euer Verein so in die auch in die Spur gekommen ist und dass ihr das alles, was vorhin sehr eindrucksvoll dargestellt worden ist, geleistet werden konnte. An euch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Begrüßen Sie mit mir Sachsen-Anhalts Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Armin Willigmann. Herzlich willkommen. Lieber Herr Bernstein, vielen Dank für die freundlichen Worte. Herr Oberbürgermeister Gaffert, lieber Peter, Herr Abgeordneter Henke, aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt heute herbeigeeilt, Ihnen sicherlich noch bestens bekannt als ehemaliger Halberstädter Oberbürgermeister, Herr Bürgermeister Benzius, Herr Stellvertreter des Bürgermeisters Heinrich. Es sind noch ganz viele aufzuzählen. Unter uns ist der Präsident des Stadtrats von Wernigerode und viele andere mehr. Nun, diese Aufzählung soll ja nur zeigen, es besteht nicht nur vor 10 Jahren das große Interesse an diesem Verein und ihn vernünftig auf den Weg zu bringen, so wie es Peter Gaffert gerade gesagt hat, sondern dieses Interesse besteht bis heute fort.
Und in der Tat, lieber Herr Bernstein, Sie haben das angesprochen, ich erinnere mich gut an das Gespräch mit André Kolle bei uns in der Rektoratsvilla, als es darum ging, man könnte doch schauen, ob es nicht eine Kooperation zwischen der Hochschule Harz und diesem Verein geben könne. Aber junge Menschen dafür zu gewinnen, Typisierungsaktionen mitzumachen oder an anderer Stelle bei Benefiz-Veranstaltungen. Und das ist in den letzten Jahren genau das gewesen, was viele von uns mit diesem Verein verbinden. Denn wir wissen, das Thema ist hoch emotionalisiert. Wir sind alle schnell bereit und da bringt man schnell eine Seite zum Klingen, wenn es um das Thema Tumorerkrankung, Krebserkrankung, insbesondere bei Kindern geht. Und da hast du, lieber André, wirklich alle Möglichkeiten ausgenutzt. Und wir alle erinnern in der Tat dieses legendäre Konzert der Big Band der Bundeswehr. Ich erinnere das auch noch, das ist das typische Wernigeröder Verhalten, wir sind das hier für eine große Bühne und das übliche Genöle. Am Ende des Tages waren alle unglaublich beeindruckt, was da an Spenden zusammenkam und wie viel man damit erreichen konnte. Und das ist auch gut so. Und deshalb, das mit der Nummer 40 hatte ich ganz vergessen, aber dass ich schon lange dabei bin, das weiß ich. Und deshalb bin ich auch heute gern gekommen, wenn ich auch heute in anderer Funktion hier bin. Aber ich möchte Sie auf einen anderen kleinen Aspekt noch aufmerksam machen. In der Funktion, die ich jetzt schon seit über 5 Jahren wahrnehme, nämlich unter anderem als Minister für Wissenschaft, unterstehen mir auch die Universitätskliniken. Und unsere beiden Universitätskliniken, sowohl die in Halle als auch die in Magdeburg, haben sehr, sehr leistungsfähige Kinderonkologie. Und es war mir von Anfang an wichtig, dass wir darauf achten, dass es an beiden Standorten diese Möglichkeit, diese privilegierte Behandlungsmöglichkeit für kinderonkologische Fälle gibt. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass das Land seit vielen Jahren ein Bekenntnis dazu ablegt, dass diese Bereiche auch ausgebaut werden. Ausbau heißt an einer Universitätsmedizin immer Forschung. Forschung, Forschung, Forschung. Und die gelingt. Sie gelingt noch ein klein bisschen stärker in Halle als in Magdeburg. Aber wir sehen daran, das Thema ist auch wissenschaftlich präsent und es ist auch uns in der Landesregierung wichtig, dass das in Zukunft weiter so sein soll. Und deshalb mein Glückwunsch, meine Gratulation zu dieser wirklich einzigartigen Vereinsarbeit, die verbinde ich mit der Hoffnung, dass das, lieber André, was du vorhin angedeutet hast, nämlich da gab es jetzt auch Veränderungen im Vorstand und jetzt muss das erstmal wieder ein normales Vereinsleben werden nach 1,5 Jahren Corona, dass euch das möglichst schnell gelingen möge. Aber ihr habt ja eine wundervolle Blaupause. Ihr müsst ja einfach nur auf die letzten 11 Jahre schauen. Sie waren unglaublich erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch und weiter so. Einer, der, glaube ich, immer auch nicht ganz ohne Stolz diese Veranstaltung erlebt hat, ist der Bürgermeister, oder man muss sagen, der damalige Bürgermeister von Halberstadt, Andreas Henke. Er ist heute auch bei uns inzwischen Mitglied des Landtages und wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist, Henke. Herzlich willkommen. Nicht nur einen schönen Abend zu haben, sondern weil es für mich auch Ausdruck einer höchsten Wertschätzung, Ausdruck eines Respekts für die großartige Arbeit ist, die dieser Verein in den 10, mittlerweile 11 Jahren geleistet hat. Da muss man einfach den Hut ziehen. Und jeder, der das Wirken der Vereinsmitglieder, jeder, der das Wirken, das Engagement dieses Vereins erlebt hat, der Trailer eingangs war Beleg dafür, der wird bestätigen, was an Aufwand dahinter steht. Aber kein Verein wird mir so in Erinnerung bleiben, wie der Verein für krebskranke Kinder im Harzseeverein. Erweiterung der Stiftung Karl Oppermann in Halberstadt. In der Wernigeröder Hochschulbibliothek blicken Studierende und Besucher auf 15 meist großformatige Bilder, die von Aufbruch und Glückssuche, aber auch von Krieg und Leid berichten. Die Stiftung Karl Oppermann ist in dieser Form einzigartig im Land und ermöglicht seit nunmehr 13 Jahren die Begegnung mit gesellschaftskritischer Kunst im Studienalltag. Zu Beginn des Wintersemesters wurde ein neues Werk in die Stiftung aufgenommen, die dadurch gleichzeitig auf den Halberstädter Standort erweitert werden konnte. Mit Endspiel zeigt der Kunstprofessor Oppermann weltpolitische Zusammenhänge auf und erzählt ein Stück deutscher Kriegsgeschichte. Künftig wird das Gemälde dauerhaft auf dem Campus am Domplatz 16 in Halberstadt zu sehen sein. Die Ausstellung kann täglich von 8 bis 19 Uhr besichtigt werden. Für alle Besucherinnen und Besucher gelten die 3G-Regeln. Im gesamten Gebäude muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Meilenstein in Schirke gefördert.
Mit dem ersten Spatenstich für eine Erschließungsstraße startete die Realisierung eines bedeutenden Tourismusprojekts in Schirke. Auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Wormbergblick soll für rund 34 Millionen Euro ein Familienhotel mit Ferienhäuser, Parklandschaft sowie Spa- und Wellnessbereich entstehen. Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben mit rund 6 Millionen Euro aus der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Umgesetzt wird die Investition von den Betreibern des Ferienhausresorts Das Schirke. Es wurde ebenfalls mit der Förderung des Wirtschaftsministeriums in Höhe von knapp 5 Millionen Euro auf dem gegenüberliegenden Grundstück errichtet und empfängt seit Ende 2017 Gäste. Neuer Fernwärmeanschluss für die Hartsparkasse in Wernigerode. Ab dem 1. September wird die Hauptgeschäftsstelle der Hartsparkasse in Wernigerode mit Energie aus dem Fernwärmenetz der Stadtwerke Wernigerode beliefert. Damit wurde die in dem Gebäude der Gustav-Petri-Straße 8 bestehende Gasversorgung durch eine Versorgung mit ökologischer und umweltfreundlicher Fernwärme abgelöst. Die geplante Energie von 470.000 Kilowattstunden pro Jahr liefert dabei das neue gläserne Kraftwerk am Waldhofbad. Nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung, bei dem Strom und Fernwärme gleichzeitig erzeugt werden. Fernwärme gilt aufgrund des reduzierten Einsatzes von fossilen Energieträgern als eine der effizientesten Arten der Energieerzeugung. Der Ausbau der Fernwärmeversorgung ist ein wichtiger Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt und des gesamten Landkreises Harzes. Kaffee International ist zurück. Nach fast zweijähriger Unterbrechung konnte am Montag, dem 4. Oktober, endlich wieder das Kaffee International stattfinden. Unter dem Motto 15 Neuankömmlinge in unserer Stadt und Region aus Hoi An stellen sich vor, wurde durch die neue evangelische Gemeinde Wernigerode das WISO-Projekt präsentiert. Im Rahmen der Städtepartnerschaft setzt die Akademie Überling in Wernigerode seit Anfang 2020 mit Unterstützung ihrer Partner das Projekt um. Junge Vietnamesinnen und Vietnamesen haben in ihrer Heimat einen Deutschsprachkurs absolviert und wurden auf ihre Ausbildung in Harzer Unternehmen vorbereitet. Die ersten 15 wurden Mitte August in Wernigerode begrüßt und lernen seitdem in verschiedenen Betrieben den Beruf der Hotel-Restaurant-Fachkraft, der Pflegefachkraft oder der Tourismuskauffrau. Projektpartner ist neben der IHK, der HWK und dem WIN-Verein so auch die neue evangelische Gemeinde. Diese bot den jungen Neuankömmlingen mit dem Kaffee International die Gelegenheit, sich vorzustellen und mit anderen deutschen und zugewanderten Bürgern in Kontakt zu treten. Als ein weiterer Termin wurde der 6. Dezember auserkoren. Das Projekt WISO-Partner Harz Hoi An wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration sowie das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt gefördert und finanziell mit ESF-Landesmitteln durch die EU unterstützt. Bundestagslinke unterstützt Harzer Ehrenamt. Seit vielen Jahren gehören die Linke Bundestagsfraktion zu den Unterstützern des Ehrenamtes und des bürgerschaftlichen Engagements in der Harzregion. Zu den jüngst Geförderten gehört mit 1.000 Euro die Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs Harz. Wie Wahlkreismitarbeiter Christian Hertel mitteilt, hatte die Selbsthilfegruppe einen entsprechenden Antrag an den Fraktionsverein der Bundestagsfraktion gestellt, der positiv beschieden wurde.
Mit der Finanzspritze unterstützt die Bundestagslinke die für Dezember geplante Jahresabschlussveranstaltung, mit der die Gruppe ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus verschiedenen Bereichen des Harzkreises in einem feierlichen Rahmen Dank sagen möchte. Alte Urkunde mit der ersten Erwähnung Wernigerodes im Schloss Wernigerode zu sehen. Ein ganz außergewöhnliches Exponat ist ab sofort und nur bis zum 7. November in der Schlosskirche St. Pantaleon und Anna zu bestaunen. Die 900 Jahre alte Urkunde mit der ersten Erwähnung von Wernigerode, ausgestellt am 18. Oktober 1121, wurde mit besonderem Aufwand nach Wernigerode geholt. Ein ganz besonderer Dank gilt dem Niedersächsischen Landesarchiv Standort Wolfenbüttel, welches die Ausleihe dieser Urkunde für den Jubiläumsanlass unterstützt hat. Der in dem Dokument als Zeuge genannte Adel Petrus Commis de Wernigerode ist zugleich die erste Benennung eines Grafen von Wernigerode. Insofern passt das Schloss, die ehemalige Burg, als Ausstellungsort besonders gut. Die Urkunde kann in der Schlosskirche während der üblichen Öffnungszeiten des Museums von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr besichtigt werden. Die Ausstellung der Urkunde ist neben der Kabinettsausstellung im Königsflur Christian Ernst, Graf zu Stolberg, Wernigerode. Anlässlich der Erweiterung der Mensa der Grundschule Adolf-Diesterweg fand am Montag, dem 18. Oktober, der erste Spatenstich statt. Hi, hello, bonjour, guten Tag, welcome, 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 buenos dias, buenos dias. Hi, hello, bonjour, guten Tag. Mein Haus ist das Schönste auf der Welt. Was habe ich alles hineingestellt? Der Tisch ist aus Holz, die Schere aus Stahl. Der Teller ist rund, der Spiegel oval. Wo ist der Saft? In den grünen Flaschen. Was ist ein Napf? Etwas zum Naschen. Was tue ich am Montag? Da wird gesungen. Was tue ich am Dienstag? Da wird gesprungen. Am Mittwoch klappere ich mit dem Topf, am Donnerstag stehe ich auf dem Kopf, am Freitag gilt es Holz zu hacken, am Samstag will ich kneten und backen. Kommst du am Sonntag mich besuchen, darfst du den Kuchen auch versuchen. Von Josef Guggenmos. Der Wind trägt sie hoch hinauf.
Herzliches Dankeschön an euch. Geht das jetzt? Ja, das ist. So, es ist in Ordnung. Das kriegen wir schon hin. Ja, das ist vielleicht besser. Dann geht das, da kann ich auf meinen Zettel gucken. Dankeschön. Gut. Jetzt haben wir es, ja. So, an euch erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für die musikalische Einstimmung und an Sie alle ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie alle da sind an dem schönen Tag für die Diesterwegschule hier in Wernigerode. Und die meisten, die hier stehen, wissen um den langen Weg, den es gebraucht hat, um dahin zu kommen an den heutigen Tag. Und da freue ich mich, dass neben den Vertretern der Verwaltung auch einige Stadträte mit hier sind. Ich freue mich natürlich, dass die Schulleiterin hier ist, Frau Martin. Herzlich willkommen. Ich denke, Sie freuen sich auch ganz besonders, dass es hier vorangeht. Ich begrüße den Vertreter des Landkreises, der Baufirmen und der Planungsunternehmen. Ganz herzliches Willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie da sind. Ja, ein solcher Spatenstich, wenn er denn auch der Originale ist, wenn es dann wirklich losgeht danach, sind das immer schöne Termine für einen Bürgermeister, aber natürlich auch für diejenigen, die es betrifft. Und wir alle wissen, dass wir in der Vergangenheit viele schöne Termine hatten in unserer Stadt, auch in den Ortsteilen, immer mal wieder etwas Neues bauen zu können. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es in einer Stadt, in einer Gemeinde vorangeht und vorwärts geht. Und mich freut das persönlich sehr. Und ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass seit 1,5 Jahren hier drüben sehr intensiv gebaut wird. Das ging ziemlich schnell. Eine große Werkstatt ist hier gebaut worden. Das ist nur eines der großen Bauvorhaben, die derzeit in der Stadt Wernigerode laufen. Aber nun hier zurück zur sogenannten Mensa an der Diesterwegschule. Gerade im politischen Raum ist das ja sehr, sehr intensiv diskutiert worden. Was ist möglich, was ist machbar? Als im Jahre 2017, mit Beginn des Schuljahres 17/18, unser verantwortliches Amt Kenntnis davon erhielt, dass hier doch ziemlich schwierige Rahmenbedingungen sind für die Essensversorgung für die Kinder hier, die fast eine Zahl von 300 erreicht haben. Ich meine so 270 in etwa, die hier zur Schule gehen und essen wollen. Dann war natürlich die Überlegung, was kann man alles machen? Und da gab es eine Vielzahl von unterschiedlichsten Ansätzen. Und dann hat uns letztlich geholfen dabei die Auflage eines Investitionsprogramms für, es hatte damals, trug den Titel für finanzschwache Kommunen. Und da wir nicht ganz so finanzschwach sind wie viele andere, da war die Summe dann auch nicht ganz so groß, die wir bekommen haben. Und letztlich ist daraus ein Projekt entstanden, um hier für euch bessere Bedingungen zu schaffen zum Einnehmen des Mittagessens. Und wir alle wissen ja, wie wichtig das ist, Mittagessen einzunehmen und das auch, ich sage in einer einigermaßen vernünftigen Qualität und guten Rahmenbedingungen. Und so wie mir mitgeteilt worden ist, waren damals vorgesehen, dass die Kinder mal gerade so 10 Minuten Zeit hätten zum Essen und dann schon wieder Platz zu machen für die Nächsten. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit nicht angemessen. Und daher war es dann natürlich zwangsläufig, dass die Stadt Wernigerode hier an der Diesterwegschule eine weitere Investition vornehmen muss. Ich glaube, all das, was wir getan haben in den letzten Jahren, kann sich sehen lassen. Da freue ich mich immer, wenn ich hier dran langgehe, wie schön die Außenanlagen gestaltet worden sind. Auch im Inneren hat sich einiges getan und das sei mir gestattet. Ich würde mich auch freuen, wenn der Landkreis dann vielleicht zumindest mal seinen Zaun in der Qualität errichten würde, wie die Stadt Wernigerode das für ihre Schule getan hat, um das dann drüben bei der Münsterschule dann auch fortzusetzen. Das aber vielleicht nur so als kleinen Hinweis an den Landkreis Harz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe es gesagt, 2018 kam dann das Förderprogramm und von da an begannen dann auch die Diskussionen im Stadtrat. Und ich will das nicht wiedergeben, weil es nicht immer lohnt, Diskussionen aus dem Stadtrat in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber an der Stelle will ich sagen, und da möchte ich auch Carrie Barner hier namentlich erwähnen, die mit unserer Verwaltung gemeinsam gestritten hat, dass wir hier dieses Projekt auf den Weg bringen. Und nun hat es dann aufgrund von Umplanungen und immer wieder Veränderungen, die vorgenommen werden mussten, doch noch eine Zeit lang gedauert. Aber daran sieht man, wie schwierig es in der heutigen Zeit auch ist, öffentlich, insbesondere auch dann geförderte Baumaßnahmen umzusetzen. Wenn die Idee da ist oder der Bedarf erkannt ist, dann heißt das keinesfalls, dass man morgen oder übermorgen oder im halben Jahr später anfangen kann zu bauen, sondern es bedarf dann immer eines sehr langen Atems all derer, die verantwortlich sind, die guten Nerven zu behalten und dann am Ende das Beste für den Nutzer, für den zukünftigen Nutzer auch herauszuholen im Rahmen eines vorhandenen Budgets. Das sind die großen Herausforderungen, vor der Städte immer wieder stehen und deshalb bitte ich auch um Verständnis vielleicht an der Stelle dafür, dass nicht alles immer so wird, wie man es sich vielleicht vorstellt, sondern dass man am Ende auch ein Stück weit natürlich
wie soll ich das sagen, auch zufrieden sein muss, dass gewisse Dinge erreicht werden, auch wenn es nicht 100% sind, sondern wenn es dann vielleicht bloß 90% oder 95% sind. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken. Und nun hoffe ich, dass wir, so sagt es zumindest der Plan, dass wir im Herbst des nächsten Jahres fertig sind. Das wäre ein sicherlich sehr anspruchsvolles Ziel, aber bei der Größe des Bauvorhabens hier, denke ich, ist das möglich. Ich möchte mich beim Landkreis nochmal an der Stelle sehr herzlich bedanken für die Bereitstellung des Grundstücks, was im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages hier an uns übertragen worden ist. Aber so wie mir auch mitgeteilt worden ist, profitieren die Schülerinnen und Schüler der Nachbarschule ja auch davon, dass hier letztlich auch für diese Schülerinnen und Schüler hier bessere Bedingungen dann umgesetzt werden können, was die Essensversorgung angeht. Ich wünsche dem Baufortschritt alles Gute, hoffe, dass es zügig geht, hoffe, dass das Budget, was ohnehin schon überschritten ist, nicht noch mehr überschritten wird und dass der Stadtrat dann am Ende, wenn es nochmal notwendig sein sollte, den einen oder anderen Euro da noch mit freigeben wird. Wir alle wissen aber um die im Moment neben den langen Planungszeiträumen genannten, aber am Ende bestehenden schwierigen Rahmenbedingungen für Bauten, für öffentliche Bauten. Das ist kein Geheimnis, dass quasi wöchentlich die Preise in allen möglichen Bereichen steigen und dass wir sehen müssen, dass das geht insbesondere an die Planer, Architekten und Baubetreuer, dass man hier einigermaßen im Rahmen bleibt. Denn wir wollen natürlich auch ein qualitativ hochwertiges Gebäude dann hier fertigstellen. Denn ich sage immer wieder, natürlich sind auch vielleicht im Moment schwierige Zeiten. Aber all das, was eine Stadt wie die Stadt Wernigerode baut, das ist halt nicht nur für die nächsten 10 Jahre. Sondern wir sehen das an den imposanten Bauten in unserer Altstadt, aber auch an diesem Schulgebäude. Teilweise stehen die Gebäude 100 Jahre und länger und sie prägen ein Stadtbild. Und daher ist es auch in unserer Verantwortung, auch wenn die Budgets manchmal knapp sind, dennoch qualitativ hochwertig zu bauen und etwas Vernünftiges nicht nur für die jetzigen Generationen, sondern auch für die nachfolgenden Generationen zu hinterlassen. In dem Sinne, ich wünsche dem Bau alles Gute. Hoffe, dass es zügig geht. Ihr habt immer ein bisschen was zu gucken. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Und nochmal ein Dankeschön an all diejenigen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute hier stehen können. Und so hoffe ich zumindest den Spatenstich so durchführen, dass dann danach auch gleich weiter gebaut wird. So es ja an anderer Stelle schon andere Dinge gegeben haben. Vielen Dank. Ja, werte Anwesende, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen heute zum Spatenstich. Wer hätte gedacht, dass wir das noch in diesem Jahr schaffen? Wir hatten da schon Bedenken, aber ganz toll und die Sonne scheint auch. Also das muss ein positives Projekt werden. Ich muss sagen, ich war noch dabei, als überhaupt die Mensa errichtet wurde. Das war vor Jahren schon was ganz Besonderes, Hervorragendes. Nun ist es in die Jahre gekommen und es bedarf Erweiterung und Verbesserung für unsere Schüler, auch im Sinne aller Eltern, weil doch eine Mittagsversorgung wichtig ist und man als Elternteil ja immer wissen möchte, dass das Kind gut versorgt ist. Damals war ich noch Elternvertreter. Nun stehe ich hier als Stadträtin und wünsche dem Projekt ganz viel Erfolg. Wir haben wirklich gerungen, der Oberbürgermeister hat es angesprochen. Es war kurzzeitig ein Politikum, das muss man auch sagen, aber wir haben uns alle zusammengerissen und einen Weg gefunden, einen Kompromiss, weil eigentlich wollte jeder den Erweiterungsbau. Ich weiß gar nicht, um was wir so gestritten haben. Das ist manchmal so, ja gut. Ich darf nochmal die beiden Schulleiter begrüßen, Frau Martin und Herr Gansko. Das ist ja ein ganz tolles Projekt, was eine Verbindung auch zwischen zwei Schulen schafft, einer Grundschule hier der Stadt und der weiterbildenden Schule des Landkreises. Möge das Projekt gelingen und schnell fertig werden. Ja, ich sage auch nochmal Danke für die Einladung heute. Ich stehe mal stellvertretend für das ganze Planungsteam. Im Rahmen einer Schulplanung oder auch Hortplanung, ist es immer ein sehr schönes Projekt als Architekt, dass man was für Kinder macht. Ich habe selber Kinder, die sind schon größer und meine Frau ist Lehrerin. Ich stecke also in dem ganzen Metier und an dem Projekt, neben diesen vielen Sachen, was Herr Gaffert und gesagt hat, dass man also mit einem kleinen Budget auch was machen muss. Wir haben das ja über Jahre auch begleitet und auch Dank an den Landkreis, an den Kollegen. Es geht immer rauf und runter. Wir versuchen natürlich auch das Geld, was sie
Stadt zur Verfügung stellt, sinnvoll umzusetzen und ein positives Projekt zu machen. Und ganz besonders toll finde ich an dieser Stelle, dass es was Verbindendes ist zwischen zwei Schulen. Wir sehen jetzt hier so einen Zaun und mich freut, dass wir wirklich einen Eingangsbereich schaffen, wo man von beiden Seiten reingeht, barrierefrei wohlgesagt, und dass die Kinder dort zusammenkommen. Und das ist ein gutes Zeichen. Und es gibt noch viel zu tun. Man sieht ja immer erst, wenn gebaut wird, und die gleiche Zeit, die man zu bauen braucht, die hat man vorher in der Planung, hier hat man sogar ein bisschen mehr. Und ich denke, es wird mit diesem Wetter, wenn es so weitergeht, ein sehr tolles Projekt, und darauf freue ich mich. Und danke. Auch ich begrüße ebenso wie meine Vorredner alle Gäste und natürlich alle Verantwortlichen, die an der Planung und natürlich auch am Bau des Projektes beteiligt sind. In diesem Jahr unterrichte ich unter anderem eine dritte Klasse in Sport und Mathematik. Und die erste Frage nach dem Sport- oder Schwimmunterricht ist nicht, welches Fach wird jetzt als nächstes auf dem Stundenplan stehen, sondern die Frage ist, was gibt es zu Mittag und wann ist endlich Mittag? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die die Kinder stellen. Und ich glaube, wir alle wissen, ob groß oder klein, ganz egal, mit einem leeren Magen arbeitet und lernt es sich sehr schlecht. Unser Schulalltag setzt sich nicht nur zusammen aus der Aneinanderreihung verschiedener Stunden oder der Hausaufgabenerledigung am Nachmittag. Das Agieren und Spielen in den Pausen, sowohl auch die Einnahme des gemeinsamen Mittagessens, spielen eine entscheidende Rolle bei der Interaktion unserer Kinder und natürlich auch beim Lernen unserer Kinder. Das sind Zeiten, in denen Kinder miteinander ins Gespräch kommen, in denen sie ihre sozialen und auch emotionalen Kompetenzen weiterentwickeln. Und deshalb finden wir es richtig toll, dass wir jetzt einen Neubau bekommen von unseres Speiseraums und wir Zeit haben, auch unter besseren Bedingungen unser Mittagessen einzunehmen. Bisher war es so, dass wir ja einen riesen Kraftakt leisten mussten, immer eine Vielzahl von Kindern aus zwei verschiedenen Schulen in einem begrenzten Raum und einem begrenzten zeitlichen Rahmen auch mit einer Mittagsversorgung und mit einem Mittag zu versorgen. Und wir haben sehr viele Kinder, die im Nachmittagsbereich auch den Hort besuchen, das heißt sehr viele Eltern. Kinder sind auf eine Mittagsversorgung während des Unterrichts angewiesen. Deshalb freue ich mich, ich denke auch im Namen meines Kollegen Herrn Ganso und der Münzerschule, dass wir heute den Spatenstich zum Erweiterungsbau unseres Speiseraums festlegen können und die Verbesserungen natürlich Verbesserungen hervorrufen für unsere Mittagspausen. Wir schauen freudvoll auf den heutigen Tag. Heute ist der Startschuss. Wir werden sehen, Herr Gachert, ob wir es schaffen in einem Jahr, dass wir genau zu dem heutigen Tag in einem Jahr hier stehen und dann die Einweihung feiern. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg beim Bau. Ich hoffe, dass alles so geht oder so funktioniert, wie das Planungsbüro das auch sich vorgestellt hat. Wir freuen uns auf den Startschuss jetzt, dass es losgeht. Vielen Dank. Thank you.
Fazit Lesesommer XXL. Vom 22. Juli bis 1. September fand der 12. Lesesommer XXL statt. 4042 Jungen und Mädchen haben sich an der Leseaktion der öffentlichen Bibliotheken in Sachsen-Anhalt in der Ferienzeit beteiligt. Der Anteil der Jungen, die in den Ferien zu Büchern greifen, ist mittlerweile mit 44% fast gleichauf mit den Mädchen. Dies entspricht zwar dem Trend der letzten Jahre, ist aber umso bemerkenswerter, als den Jungen der Ruf vorauseilt, sowohl weniger Bücher zu lesen, als auch in der Leseleistung schlechter abzuschneiden. Bestseller waren in diesem Jahr Einhornsommer von Dagmar Hosfeld, Animal Heroes Rauchenstachel von Thilo und Die Schmahamas-Verschwörung, ein Roman aus der Welt von Minecraft Freedom. Aber auch Klassiker wie Der Herr der Ringe oder Bücher von Alexander Wolkow sind auf der Leseliste zu finden. Normalerweise wird der Lesesommer XXL mit verschiedenen Veranstaltungen eröffnet und beendet. Auch in diesem Jahr erschwerte Corona die übliche Routine. Deshalb fanden sie hauptsächlich im kleinen Kreis statt. Dabei waren die Verantwortlichen in den Bibliotheken sehr kreativ, um gute Lösungen im Sinne der Hygienebestimmung zu finden. So organisierten sie zum Beispiel Autorenlesungen, Zaubershows, Improvisationsmusiktheater, boten virtuelle Angebote an und bezogen auch alle Familienmitglieder mit ein und machten somit ein Ferienhighlight für die ganze Familie daraus. Kabinettsausstellung im Königsflur. Über 60 Jahre regierte Christian Ernst, Graf zu Stolberg-Wernigerode, im 18. Jahrhundert in der Grafschaft Stolberg-Wernigerode und prägte die Stadt und das Umland von Wernigerode nachhaltig. Am 25. Oktober jährt sich der Todestag dieses für die Grafschaft wichtigen Regenten zum 250. Mal. Grund für die Schloss Wernigerode GmbH, Christian Ernst eine Kabinettsausstellung im Königsflur zu widmen. In vier thematisch gegliederten Vitrinen erwarten den Besuchern rund 40 zurzeit noch nicht ausgestellte Objekte. Sie beleuchten den Wernigeröder Hof im 18. Jahrhundert, das Wirken Christian Ernst in der Grafschaft, den Aufbau der Wernigeröder Schlossbibliothek sowie Wernigerode als Zentrum des lutherischen Pietismus. Die Ausstellung wird mit Unterbrechung während der Weihnachtszeit bis Frühjahr 2022 zu sehen sein. Die Kabinettsausstellung im Königsflur kann während der üblichen Öffnungszeiten des Museums von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr besucht werden. Let's Sing a Song. Das A Cappella Ensemble Mehr als Vier aus Halle präsentiert am 30. Oktober um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Marien in Wernigerode ihr Konzertprogramm. Let's Sing a Song. Das Programm spannt einen Bogen von geistlichen Werken über Lieder der Romantik und Spätromantik sowie klassischer Männerchorliteratur bis hin zu A Cappella-Arrangements, modernen Songs und Balladen. Für das Konzert gilt die 3G-Regel sowie eine Kontaktnachverfolgung. Weitere Informationen sind auf der eingeblendeten Webadresse zu finden. Die Nacht der Musicals, das Original in Wernigerode. Die Nacht der Musicals, das Original, begeistert bereits seit über 20 Jahren mehr als 2 Millionen Besucher. Am 13. März um 19.30 Uhr machen die Künstler im Harzer Kultur- und Kongresszentrum in Wernigerode Halt.
Abwechslungsreich, vielfältig und einzigartig beschreibt das über zweistündige Programm der erfolgreichsten Musical-Gala. Weltbekannte Musicals wie Tanz der Vampire, Das Phantom der Oper oder Jesus Christ Superstar lassen die Herzen der Fans höher schlagen. Darsteller aus den Originalproduktionen bieten an einem einzigen Abend eine Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte. Dabei verschmelzen die modernen Lieder zu einer unentrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern. Zahlreiche Profitänzer unterstützen die Top-Solisten und bieten beste Unterhaltung auf höchstem Niveau. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und ein eindrucksvolles Licht- und Soundkonzept untermalen die einzelnen Darbietungen und entführen den Zuschauer in die fantastische Welt der Musicals. Denkmalgeschützt. Kabarettabend mit Josephine Gartner. In der bewährten Tradition von Hofnarren und Kabarettisten lädt Josephine Gartner aus Bayern zu ihrem neuen Programm ein. Der Abend findet am Sonnabend, den 6. November, in der Halberstadter Kulturwirtschaft Papermoon statt. Ob politisch engagiert und klug entlarvend oder ob naiv, heiter und satirisch böse? Josephine Gartner, ihre Bühnenschwester Hilde und der Quotenmann Franz lassen keine Fragen offen. Weitere Informationen erhalten Sie über die eingeblendeten Kontaktdaten. Dunkelkonzert mit der Kornblum-Familie. Die Kornblum-Familie, das sind Ronald Blum und seine Söhne Florian und Andolin Körner. Die Musik, die der Vater mit seinen Söhnen zu Gehör bringt, ist etwas ganz Besonderes. Ihr aktuelles Programm wird zur Hälfte in absoluter Dunkelheit präsentiert. Hier stehen eigene Kompositionen und Improvisationen der Kornblum-Familie im Vordergrund. Durchzogen und inspiriert von der Musik und dem Instrumentarium aus Mittelalter und Renaissance, zu erleben am Samstag, den 30. Oktober um 19.30 Uhr im Kloster Esenburg. Das war Break, Ihr Infomagazin hier im offenen Kanal Wernigerode. Viel Spaß beim weiteren Programm.